99 Sekunden Sportbusiness kompakt. Von und mit Professor Dr. Gerhard Novak. Herzlich willkommen zu den News to Use aus dem Sportbusiness. Der Deutsche Leichtathletikverband DLV hat mit Red Bull einen neuen Premium-Partner. Red Bull engagiert sich seit Jahren gegenüber einzelnen Leichtathleten und Leichtathleten wie Konstanze Klosterhalfen oder Niklas Kaul. Als Partner des DLV will Red Bull noch stärker bei Veranstaltungen präsent sein, wie den Deutschen Meisterschaften oder der Internationalen Team Challenge Berlin Fleet. Lieber DLV, zum Einmaleins des Sportsponsorings zählt, dass, wenn man einen neuen Partner hat, den auch auf seiner eigenen Internetseite präsentiert, mit Logo und Text, ist noch nicht geschehen. Aber viel wesentlicher ist die Frage, was passiert mit dieser Partnerschaft? Denn der DLV hat es nicht geschafft, ein Hygienekonzept für die verschobenen deutschen Meisterschaften Anfang August auf die Beine zu stellen, wo ab der Mittelstrecke alle Athleten um ihre Meisterschaft kämpfen können. So verleiht man keine Flügel, sondern stutzt die der Athleten. Der FC Barcelona hat seinen neuen Streamingdienst Barca TV Plus gestartet und baut damit sein digitales Angebot weiter aus. Barca TV Plus ist weltweit über die Website des Clubs und über App verfügbar. Drei verschiedene Sprachen, Katalanisch, Spanisch und Englisch, stehen zur Verfügung. Für 4,99 Euro kann der Fan auf der Plattform über 1000 Stunden Material und 3000 Videos anschauen. Das berichtet der Sportinformationsdienst. Aus der ursprünglichen Stadionzeitung eines Profiklubs ist natürlich jetzt ein Medienimperium geworden. Und Barcelona wird hier auch Geld verdienen und sich in der Marke noch mehr positionieren. Denn ein mehrfach millionenfaches Publikum in den sozialen Medien sorgt dafür, dass genügend Basis vorhanden ist, hier erfolgreich zu sein. Anstelle der ursprünglich geplanten Bet1 Open im Rahmen der WTA-Tour findet vom 13. bis 19. Juli die Bet1 Aces in Berlin statt. Dabei werden 6 Damen und 6 Herren jeweils bei 2 Einzelturnieren im Steffi-Graf-Stadion sowie in einem Hangar am Flughafen Tempelhof antreten. Edwin Weindorfer, CEO der Emotion Group und Veranstalter der Bet1 Aces, konnte dabei Weltklasse-Spielerinnen und Spieler verpflichten. An beiden Schauplätzen wird ohne Publikum und um ein Preisgeld von 200.000 Euro gespielt. Da wird sich der Gründer und Inhaber von Bet1 aber freuen, Adam Spitt. Denn er schafft es nicht nur in seiner Branche auf sich aufmerksam zu machen, den Werbespot dürfte jeder schon einmal gesehen haben, sondern jetzt am Standort seiner Firma in Berlin auch ein entsprechendes Standortmarketing, Destinationsmarketing zum Einsatz bringen. Und das digitale Publikum wird ihm auch helfen, in seiner Branche weiter an Bedeutung und Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das waren sie, die News to Use für diese Woche. Ich wünsche Ihnen gutes Sportbusiness.